Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr wisst, Lalili ist alles, was irgendwie bunt und gemischt und Nähen und DIY ist. Und heute möchte ich darüber reden, wie Nähen mich verändert hat und was das selber Nähen eigentlich Positives in meinem Leben bewirkt hat. Erstmal war Nähen für mich ja auch, wie für die meisten, einfach nur so ein Hobby. Ich habe das angefangen, weil ich das schon als Kind unheimlich cool fand. Ich wollte meine Sachen selber nähen. Ich habe so mit groben Stichen meine Barbies irgendwie in Stoffbahnen eingewickelt. Und das war halt ja eine ganze Zeit lang mein ganz großer Traum. Ich wollte Modedesign studieren, haben mir Leute ausgeredet. Kann man sicherlich nochmal eine ganz eigene Geschichte draus machen, warum es da dann nicht so gekommen ist und überhaupt diese ganzen Windungen und Verzwirbelungen meines Lebenslaufs. Aber als Hobby ist Nähen relativ schnell bei mir mit dabei gewesen, schon bevor es cool wurde. Also ich habe auch mit 15, 16 schon mal die ersten Sachen genäht, hatte immer wieder Pausen drin. Und irgendwann kam dann dieser Punkt in der Schwangerschaft, Klamotten von der Stange saßen bescheiden und ich habe mich absolut unwohl gefühlt und habe dann beschlossen, okay, das muss besser gehen, ich nähe es selber. Das ist generell irgendwie so ein Ding bei mir, es muss besser gehen, ich mache das selber. Das geht nicht immer auf, aber ich versuche es wenigstens. Beim Nähen hat es aber irgendwann geklappt, weil das selber Nähen einem ja ganz andere Möglichkeiten gibt. Also für mich war dieses erste absolute Aha-Erlebnis, also nein, eigentlich war das erstmal ein absoluter Tiefschlag. Irgendwann habe ich verstanden, man muss sich vermessen, um Kleidung zu nähen, die passt. Das mit der Größe, die ich bei irgendeinem Modegeschäft hatte, die ich dann nehme, um in der gleichen Größe was zu nähen, das geht furchtbar schief. Gut, ich habe den echt blödesten Start überhaupt erwischt, den man da erwischen konnte. Ich habe versucht, als erstes Kleidung aus der Burda zu nähen. Das war irgendwie das, was für mich total normal war. Und ich kannte auch zu dem Zeitpunkt diese ganzen Indie-Schnittmuster noch gar nicht und die Möglichkeit, sowas online zu kaufen und auszudrucken und sofort da zu haben. Das war für mich alles irgendwie ein bisschen Neuland. Und in der Burda ist es so, ja, ich habe damals häufig was so zwischen Größe 36 und 40 getragen, was ja noch ein relativ enges Spektrum ist, wenn man guckt, wie unterschiedlich Kleidung, die man kauft, so ausfällt. Und dann habe ich gedacht, naja, also ist 38 bestimmt jetzt so meine Größe, ist ja so schön die goldene Mitte. Habe mir eine 38 nach Burda genäht und da passte leider nicht mal meine Wade rein. Und ja, damit habe ich eben so diese Erkenntnis gehabt, okay, ich bin fett. War damals tatsächlich so mein Gedanke. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Und es hat mich ganz schön frustriert. Ich habe mich dann ausgemessen und stellte fest, in der Burda bin ich eine 44, 46. Inzwischen bin ich ja wahrscheinlich eine 58 geworden. Aber der Punkt ist, ich habe dadurch verstanden, ich muss Kleidung für meinen Körper nähen. Und ich muss nicht meinen Körper für die Kleidung machen. Und das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt gewesen. Erstmal hatte ich plötzlich wieder Bock auf Klamotten, weil das muss ja gar nicht so sein, dass eine Hose kneift. Und es ist ja gar nicht notwendig, dass irgendwo sich Rollen abzeichnen, die man da nicht sehen will. Und wenn man irgendeine Rolle besonders schön findet, dann kann man die Klamotten genau so machen, dass das diese eine Rolle eben vorhebt. Also echt zugeschnitten auf das, was man an sich selber gut findet. Und das hat insgesamt dazu geführt, dass ich mich inzwischen selber gut finde. Das heißt nicht, dass ich nicht ab und zu mal denke, ach, ich könnte mal hier ein paar Kilo weniger und ich könnte mal da ein bisschen paar Muskeln mehr und vielleicht ein bisschen Sport oder sowas. Ich bin da ganz ganz normal geblieben. Ich glaube, ich habe da die gleichen Gedanken wie so ziemlich jeder andere auch. Aber so diese Grundhaltung ist, ich finde mich gut und ich bin zufrieden mit mir. Und ich kann mir jetzt die Kleidung machen, die zu mir passt und bin nicht immer in diesem Gefühl, ich muss mich an etwas anpassen. Und das war für mich was ja unheimlich viel so in meiner ganzen Einstellung zu mir selbst verändert hat. Und ich glaube auch so das große Ding für mich, warum Nähen für mich so wichtig geworden ist. Es kommen natürlich noch so andere Sachen dazu. Ich habe immer diese Gedanken gehabt, was für Kleidungsstücke ich gerne hätte. Ich habe diese bösen Zeitschriften, in denen immer steht, hey, du bist genauso richtig, wie du bist. Und auf der nächsten kommt dann der Diät-Tipp. Die habe ich eine ganze Zeit lang gekauft. Und da waren ja auch immer schön Bilder drin von Kleidungsstücken, die irgendwie gut aussehen. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, mir die Bilder von den Kleidungsstücken, die gut aussehen, an anderen Orten zu suchen und sehr, sehr selten solche Zeitschriften aufzuschlagen. Aber es ist insgesamt so, dass ich immer diesen Hang dazu hatte, ich sehe was, ich will was haben, was so aussieht. Und dann bin ich früher losgezogen, um das zu kaufen. Und habe in zig Geschäften zig Sachen anprobiert. Also ihr kennt das vielleicht, wenn man was unbedingt braucht. Ich brauche eine Hose. Das ist der Tag, an dem man definitiv nur BHs und Socken findet. Und genauso ging mir das immer. Und inzwischen ist es zwar so, okay, ich brauche das. Ich will was, was so aussieht. Also suche ich jetzt halt durch 20 bis 100 Stoffshops, um genau das zu finden, was mir da vorschwebt. Aber hinterher habe ich nicht ein Ergebnis, was irgendwie ein Kompromiss ist zwischen sitzt nicht, aber der Stoff ist so schön und deswegen kaufe ich es trotzdem. Ich ziehe es vielleicht irgendwann mal an, sondern ich habe was absolut das ist, was ich will. Und das hat auch meine
ganze Einstellung zu Kleidung verändert. Inzwischen ist Kleidung etwas, wo ich positive Gefühle habe. Ich mag meine Kleidung. Ich bin traurig, wenn da irgendwas in der Wäsche kaputt geht. Was nicht daran liegt, dass es das einzige Teil war, was gepasst hat, sondern es ist einfach ein Teil, was irgendwie eine Geschichte hat und was ein Teil von mir ist, was ich ja aus einem ganz bestimmten Grund genäht habe. Und seitdem gehe ich eben auch mit meiner Kleidung ganz anders um. Ich gehe damit wohlwollender um. Ich brauche nicht mehr so viele Sachen. Ich habe meine Lieblingssachen, natürlich. Das ändert sich auch mal phasenweise. Aber es ist alles irgendwie genau meins. Und das hat für mich eben auch so einen ganz, ja, ganz großen Effekt gehabt. Ich habe nicht mehr dieses, ich brauche was Neues. Ich bin inzwischen teilweise echt erschreckt, wenn ich sehe, typisch Instagram-Stories. Ich habe den Haul mit der Marke und am nächsten Tag kommt das und überall sind es 10 Teile und es ist alles geworden. Und da steht jemand und sagt ganz traurig in die Kamera, ja, ich habe ja 10 Shorts bestellt und jetzt bleibt nur eine. Und dann denke ich mir immer, es ist doch total cool, wenn die eine, eben die eine Shorts ist, also die, die echt perfekt ist, in der man sich richtig wohlfühlt, dann ist ja auch egal, ob die gekauft ist oder ob die genäht ist. Bei mir ist es so, wenn ich den einen Rock genäht habe und der eine Rock ist irgendwie noch nicht der eine, da ist irgendwas dran, was nicht optimal ist, der hat zu viel Weite am Bund, er wirft irgendwo eine blöde Falte, er krabbelt die Beine hoch, dann ist es inzwischen so, dass ich eben nicht mehr Kleidung entsorge und etwas Neues kaufe oder es ganz neu nähe, sondern irgendeine Geschichte hat es ja. Es gibt diese Geschichte, warum ich diesen Rock haben wollte. Und damit habe ich eine Riesenmotivation, dann eben auch diesen Rock zu verändern. Ja, also ich glaube, so insgesamt sind so diese ganz, ganz entscheidenden Dinge für mich gewesen. Wertschätzung gegenüber mir selber, Wertschätzung gegenüber meiner Kleidung und tatsächlich auch ein ganzes Stück Bewusstsein dafür, was Kleidung eigentlich ausmacht. Also dieses sich bewusst machen, wie viel Arbeit das ist, wie viel Material teilweise für ein Kleid verbraucht wird. Ich bin schockiert, wenn ich sehe, also ich habe heute Morgen zum Beispiel so ein Prospekt durchgeblättert, Spitzenkleid 12 Euro, Jeansjacke 15. Ich kann für 15 Euro, wenn ich einen billigen Stoff kaufe, nicht mal das Material für eine Jeansjacke kaufen. Und ich weiß verdammt, wie lange es dauert, eine Jeans zu nähen. Da sitze ich 2 Tage dran, bis die fertig ist. An der Jacke sind noch viel mehr einzelne Teile und Nähte, die abgesteppt werden müssen. Noch viel mehr Knöpfe, die eingenietet werden. Es ist der Wahnsinn, dass das alles so billig verramscht wird und dass diese ganze Wertschätzung gegenüber den Materialien und den Ressourcen, die das bedeutet und der Arbeit, die da reinfließen, eben flöten gegangen sind. Ich fühle mich wohl mit den Kleidungsstücken und damit sie gut zu behandeln und sie sind nicht einfach irgendetwas, was ich zum Wegwerfen kaufe. Das hat für mich insgesamt einfach unheimlich positive Auswirkungen auf mein Leben gehabt. Jetzt ist es fast irgendwie so ein bisschen philosophisch geworden, oder? Ich hoffe, euch gefällt das trotzdem und vielleicht schreibt ihr mir einfach mal in die Kommentare, ob sich bei euch was verändert hat durch so ein Hobby. Es kann ja auch einfach nur dieses positive Glücksgefühl sein, was dieses Beruhigende, dieses meditative Näh-Yoga oder Bastel-Yoga oder sowas. Mich würde das total interessieren, ob eure Hobbys auch irgendeine Entwicklung in eurem Leben verursacht haben, die richtig etwas in euch verändert hat. Oder ob ihr vielleicht tatsächlich nach so einer Veränderung sucht. Ich glaube, bei mir war das tatsächlich mit ganz vielen Hobbys so, dass ich das angefangen habe, weil ich nach was ganz anderem gesucht habe als nach einem neuen Hobby. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und ich freue mich darauf, wenn ihr auch bei meinem nächsten Video mit dabei seid und deswegen einmal abonniert und das Glöckchen klickt und ja, einfach wieder einschaltet. Tschüss, bis dann, macht es gut und näht was Schönes.